So, hier der Con. Ich habe ja schon mal vorgestellt, es gibt mehrere Distanzen. Infight, Halbdistanz, volle Distanz. Und jeder diese Distanzen, diese Range, hat ganz andere Anforderungen. Im Infight ist es nicht wirklich so, dass du Jab haust oder deine Schlaghand haust. Hier geht es hier um Overright-Hands, Uppercuts, Hooks, ne? Das ist ein bisschen enger und da hast du auch einen ganz anderen Ansatz mit der Verteidigung. Du musst kompakt bleiben. Du musst dich auch manchmal in den Clinch bewegen können, dass du reingehst in den Gegner. Das ist ein Gefühl. Das muss man sich langsam beibringen. Da muss man Runden reinkriegen. Die Halbdistanz ist einer der schönsten Distanzen für mich, weil die ist actionreich, aber auch sehr gefährlich, weil du kannst in der Halbdistanz Hooks hauen, Uppercuts haken und du kannst auch deine Geraden hauen, die sehr viel Kraft entwickeln können. Die Halbdistanz ist wirklich etwas, da geht's um die Wurst, das ist so typisch mexikanisch. Die stehen sich eigentlich toe-to-toe und feuern die ganze Zeit ab. Und wenn du nachgibst, bist du eine Pussy. Ist einfach so. Das ist zum Beispiel bei mexikanischen Boxen so, die Halbdistanz, der Infight, das sehen die gerne. Jetzt zum Beispiel der Amerikaner eher, weil er beweglich ist, der versucht eine Distanz immer aufzubauen. Slick sein, beweglich sein, ne? Und da hast du meistens sogar echt nur deine geraden oder sehr ausgelagerte Hooks, um deinen Gegner zu bombardieren. Zum Beispiel, wenn du guckst, Cotto gegen Mayweather. Mayweather hat bei Cotto immer ganz weit außen gehuckt. Der hat ihn immer hinter die Deckung gehauen. Damit hat er den echt bombardiert. Da gibt's dann zum Beispiel eher weniger Uppercuts. Natürlich kannst du das nicht pauschalisieren. Wenn er kommt, gibt's dann auch mal einen Uppercut, ne? Aber in der Regel sind deine Waffen eher die geraden, ausgelagerte Hooks und der Schritt nach hinten und sich zu verschieben, um immer wieder neue Situationen zu kreieren. Also der Infight ist mehr Uppercuts und Haken. Die Halbdistanz vereint wirklich alles und die Distanz geht mehr auf die Geraden. Und auch in der Verteidigung, im Infight mehr der Clinch. Dann hast du in der Halbdistanz, musst du wirklich gucken. Da gibt's Leute wie Canelo, die sind slick, aber auch hart. Oder in der Distanz gab's die Klitschkos immer schön geraden raushämmern, hart, Schritt nach hinten weg, weil die groß sind, ne? Oder Mayweather schnell wegbewegen, zack, beweglich sein. Guckt euch die Kämpfe an, guckt euch die Leute an und versucht es. Habt einen guten Trainingspartner, versucht das selbst umzusetzen, spielt und seid locker. Versucht euch nicht zu zwingen. Guckt, dass ihr das alles mal umsetzt, weil meiner Meinung nach muss jeder Boxer alle Distanzen beherrschen und hat natürlich da seine Range, wo er sich am wohlsten fühlt. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Folgt mir gerne für mehr der Conne.